Herzlich willkommen bei Cards, die Show, bei der Kunst auf Gaming trifft. Mein Name ist Melissa Lee, ich bin euer Host und mit mir in diesen wunderschönen Hallen gibt es noch vier Künstlerinnen, die werden wir euch gleich vorstellen, denn diese kämpfen um den Titel Master of Cards 2022. Zu gewinnen gibt es nicht nur diesen Pokal, sondern auch noch einen Schnuppertag mit einem Ubisoft-Artist in einem der deutschen Ubisoft-Entwicklungsstudios. Wer diese vier Damen sind, das zeigen wir euch jetzt und danach geht's direkt los. Ich bin Diane Bengert und ich bin 12 und 21 Jahre alt. Hallo, ich bin Irena Pusch. Ich bin 385 im Vampir, ja. Ich bin Leffi und das ist meine Schwester Red. Genau. Wir sind beide 23. Das wird ein richtig cooles, kreatives Projekt hier. Uff, mal sehen, wie es läuft. Das wird spannend. Jetzt wird es ernst, denn wir beginnen. Ich erkläre euch jetzt erstmal die Regeln und es geht los mit einem Joker. Das ist der sogenannte Tauschjoker. Damit könnt ihr der anderen Person Karten klauen. Also ihr tauscht, aber ihr klaut ihnen auch ein bisschen die Karten. Und zwar ist es so, wenn du zum Beispiel sagst, oh Mann, Leffi hat genau den Charakter, den ich haben will, dann sagst du, ich lege die Tauschkarte und nehme den und dann müsst ihr beide tauschen. Und wenn du sagst, ach Mann, ich will mir heute das perfekte Deck zusammenstellen, ich klaue jetzt noch eine von Anne, dann stellst du dir das einfach zusammen. Und wenn du jetzt sagst, Mann, das Set gefällt mir richtig gut, ich glaube, ich klaue das ganze Set, dann kann das auch noch passieren. Also setz die Weise ein. Davon bekommt jetzt jeder zwei Stück. Der nächste Joker, den wir haben, ist der Punkteverdopplungsjoker. Wenn er jetzt sagt, ich habe das perfekte Setup bekommen, ich behalte das jetzt so und verdoppel meine Punkte. Dann legt ihr diese Karte aber verdeckt, damit die anderen nicht wissen, dass das das perfekte Deck für euch ist und euch vielleicht noch irgendwas klauen, tauschen, was auch immer. Davon bekommt ihr auch wieder jeweils zwei Stück. Und man würde ja nicht merken, dass ihr nichts legt, deswegen bekommt ihr auch noch eine Bluffkarte. Wenn ihr keinen Punkteverdopplungsjoker legen wollt, legt ihr einfach die Bluffkarte hin und dann ist das fertig. So, davon gibt es jeweils eine. Schön. Jetzt kommen wir zu den Karten, die euch die ganze Staffel begleiten werden. Und zwar haben wir als erstes die Heldenkarte. Hier sind verschiedene Charaktere aus Spielen drin und die zieht ihr bitte immer zuerst. Als zweites haben wir eine Emotionskarte. Da steht zum Beispiel drauf, ist traurig, freut sich besonders, was auch immer. Die zieht ihr bitte als zweites. Und als letztes haben wir eine Situationskarte, ist zum Beispiel zu Hause im Schönheitssalon Bubble Tea kaufen. Ich weiß auch nicht, was drin steht. Es ist auch für mich eine Überraschung. Und die zieht ihr bitte als letztes. Möchtest du anfangen? Ja. Oder nein? Gut, dann würde ich sagen, geht's von der anderen Richtung los. Deck auf! Ich bin gespannt. Nein. Wir haben okay. Sam Fisher von Tom Clancy's Splinter Cell. Oh, so ein bisschen stealthy. Ja. Ist eine Laus über die Leber gelaufen? Okay. Boah, schwer. Das, okay. Im Club. Okay, das ist schon wieder cool. Ja. IQ, auch von Tom Clancy's Rainbow. Okay, hat sich nicht so viel getan beim Tauschen. Nee. Ja, nein. Wer hat denn diese Karten gemischt? Ja. Emotion, hat Kohldampf. Oh. Situation im Kino. Okay. Ja, habe ich Hibana, Tom Clancy's Rainbow Six. Wow. Auf jeden Fall. Tom Clancy's ist grün vor Neid und beim Zahnarzt. Oh, okay. Oh, das könnte interessant sein. Ja. Hätte ich das sagen sollen vielleicht. Okay. Oh, ich habe den Prinzen. Aus? Prince of Persia. Mhm. Fasst sich ein Herz. Mhm. Auf dem roten Teppich, okay. 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 Dann könnt ihr jetzt überlegen, ob jemand tauschen möchte. Ich bin raus. Ich möchte tauschen.
Ja, ein bisschen spannend machen hier. Ich bin nach meinem Joker zufrieden gewesen mit meinen Karten. Ich tausche den Prinzen. Das ist okay. Mein Herz blutet ein wenig. Okay. Dann habe ich Sam bekommen. Es war in Ordnung. Das tat mir so leid, dass ich ihr den in den Prinz wegschnappen musste. Aber ich dachte mir so, als Karina mir die Karte geklaut hat, war ich jetzt nicht sauer oder so. Ich mach's ja später auch, man ist ja Spielregeln, das ist halt so. Mhm. Und der ist jetzt tschüss, weg. Ich hätte gern so ein Feuerzeug, damit ich ihn so pff. Das wäre cool. Denn er ist wirklich weg. So. Gut. Dann ist die Tauschrunde vorbei? Ja. Okay, dann könnt ihr jetzt eure Punkteverdopplungsjoker legen oder eure Bluffjoker. Dann würde ich sagen, auf die Plätze! Ich sehe schon Kino. Ist auch ein bisschen geschummelt, ne? Einfach hinzuschreiben, wo es ist. Nee, nein. Ich stelle mir hier vor dem Kino sind ja so eine Neonlichter, diese Schilder. Ja. Ne? So Hollywood, okay. Boulevard, bla mäßig. Na gut. Beruflich bin ich, ich sag lieber Malerin als Künstlerin. Ich mache Ölgemälde, aber auch Murals, großformatige, also im Street Art Bereich. Mich inspiriert wirklich alles Mögliche. Ich kann eine weiße Wand anstarren und mir kommen die Ideen. Mich inspiriert die Natur, Ölgemälde aus der Renaissance, aber auch Anime, Manga, Gaming-Character. Also die Inspiration kommt von überall her. Es ist schwer einzuschätzen, was die anderen Künstler drauf haben. Also die zwei Zwillinge, die malen ja digital. Ich glaube, damit haben die schon einen kleinen Vorteil, was die Zeit angeht. Okay, du hast direkt losgelegt. Ja. Ich hatte mir noch schon ein bisschen was überlegt im Kopf davor. Ich hoffe, ich kann es umsetzen. Mir ist wichtig, dass die Skizze passt. Zumindest so ein bisschen. Und dann hoffe ich, dass ich noch Zeit habe, es auszukolorieren. Du fängst als erstes mit dem Charakter an. Ja, ich habe keine Zeit für Skizzen. So. Keine Zeit. Okay, es gibt zwei verschiedene Ansätze hier. Hier wird erstmal skizziert und die Skizze soll stimmen und hier wird direkt richtig losgelegt. Ja. Wir haben ein Designstudium abgeschlossen, einen Bachelor und sind gerade dabei, als Freelancer zu arbeiten im Bereich Illustration und möchten vielleicht noch einen Master in Illustration machen, aber da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Illustratorin. Also ich würde meinen Kunststil beschreiben, dass er sehr kinderfreundlich ist. Ich mache gerne Sachen, die mich erinnern an Kinderbücher. Ich würde gerne irgendwann mal selber eins illustrieren. Also mich inspiriert auf jeden Fall, ich glaube uns beide eigentlich, generell Animationsfilme. Wir hören auch immer, wenn wir zeichnen Musik, vor allem Soundtracks. Womit geht's bei euch los? Bei uns geht's jetzt mit dem Facepainting los. Ich habe sie gerade angezogen und die eine Kontaktlinse ist schon drin. Ah. Genau, und jetzt startet das Facepainting. Das ist ja der Prince of Persia und dem ist ja eine Laus über die Leber gelaufen. Und in dem Spiel Prince of Persia gibt es ja auch den Antagonist, die Dark Version of Prince of Persia. Deswegen machen wir die Hälfte so düster und die andere so partymäßig, weil es ja auch noch im Club ist. Im Club. Genau. Mal gucken, wie es gleich aussieht. Sehr cool, viel Erfolg. Ich bin hauptberuflich Tätowiererin und Bodypainting-Artist. Alles, was ich im künstlerischen Bereich kann, habe ich mir eigentlich selbst beigebracht. Ich war jetzt nicht auf irgendeiner Schule. Ich habe ganz normal Abitur gemacht, habe dann Kunstwissenschaften studiert und ja, das Kreative kam halt alles von mir selber. Wenn ich meinen Stil beschreiben müsste, dann würde ich sagen, er ist so ein bisschen in die cute, creepy Richtung, immer ein bisschen düster angehaucht, aber trotzdem noch ästhetisch, schön, weiblich.
Ihr habt noch 20 Minuten, dann ist die Zeit vorbei. 20 What? Minuten. Nein! Oh. Und dann waren auf einmal 20 Minuten übrig und ich bin so rangegangen, dass ich erstmal skizziert habe, ganz schnell, weil ich nicht wusste, okay, ich habe jetzt kein Zeitgefühl, wann koloriere ich? Ich hatte den ersten Panel, glaube ich, angefangen zu kolorieren und dann ging die Hölle los. Ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen schneller hier. Wie so eine Stunde ist ja gar nichts, ne? Ich gebe mir immer sehr viel Zeit mit meinen Ölgemälden. Also ich bin so jemand, die gerne mal einen Monat oder auch 9 Monate an einem Bild arbeitet. Eine Stunde. Jetzt schnell noch irgendwie ein bisschen Farbe draufknallen und hoffen, dass es noch nach irgendwas aussieht. Werdet ihr fertig? Ja. Man muss ja vorher schon grob einplanen, wie viel Zeit man hat und was man macht. Und ja, von daher bin ich eigentlich ganz gut damit klargekommen. Also hier ist es ja sehr entspannt. Ja, das wird schon. Das wird schon. Da wurde nochmal umgemalt. Ab und zu, ja. Also das Problem ist, ich kann es schnell zeichnen, aber ich habe mir zu viel vorgenommen. Heißt, für dich ist eine Stunde auch knapp? Ja. Ja, es geht voran, aber es ist natürlich jetzt nicht so geworden, wie ich es wollte unbedingt. Mhm. Aber ich denke, es ist okay. Aber du siehst, glaube ich, würde ich mal spoilern, von fast allen am fertigsten aus. Wirklich? Mhm. Ich hatte nie gedacht, meine Schwester ist da richtig fix. Boah, ihr seht ja nicht, was ich sehe, ja. Aber ich finde, allein für die Zeit ist das schon super beeindruckend. Ja. Aber ich lasse mal alle in Ruhe und dann freue ich mich auf eure schockierten Gesichter bei 5 Minuten. Ihr habt noch 5 Minuten. Sorry. Als so die letzten 5 Minuten eingebrochen sind, dachte ich mir, fuck, ich muss die Haare und alles noch machen. Die letzten 2 Minuten. Noch 2 Minuten. Ich hasse das Leben. Die letzte Minute bricht an, dann müsst ihr alles fallen lassen. Eine Minute noch. Okay. Die Zeit ist um. Nein! Stifte aus der Hand, Pinsel aus der Hand. Ich bin kein Glitzer mehr. Die letzte Minute. Ich habe so Kopfschmerzen. Die erste Runde ist überstanden und wir sitzen jetzt hier in Illustra-Runde zusammen und jetzt hat jede Künstlerin die Chance, ihr Werk zu verteidigen oder einfach zu erklären, was genau da passiert ist und was die Idee dahinter war. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal reihum. Ja, fange ich mal an. Und zwar, Hibana ist grün vor Neid beim Zahnarzt, denn sie muss warten, während jemand anderes vor ihr rankommt. Und das macht sie ziemlich fertig. Und sie sitzt da schon so lange rum, dass auch Spinnenweben an ihrem Bein sich ergeben haben. Und sie ist einfach ziemlich genervt, würde ich sagen. Bist du zufrieden? Ja. Also für eine Stunde ist es, ja, es ist auf jeden Fall das Beste, was ich draus machen konnte. Du hattest sogar noch Zeit, um Licht und Schatten zu setzen. Ja, es ist bei mir auch immer so ein Ding in meinem Werk, mag ich immer gerne mit Licht und Schatten viel arbeiten und das ist einfach so unfertig aus, als ich das nicht drin hatte. Bin ziemlich beeindruckt. Also was man in einer Stunde schaffen kann. So, in der kurzen Zeit. Ja, da würde ich mal sagen, den Standard hochgesetzt als Erste. Ja. Das freut mich. Wie lief es bei dir? Genauso gut? Absolut blendend. Also ich kann es euch mal zeigen. Ich wollte nicht nur ein einzelnes Bild machen. Ich dachte, ich kann das, was das hier erzählt, auch in ein Bild zeichnen. Aber ich dachte, ich mache es ein bisschen cooler und mache mehrere Bilder. Genau. Ich habe es schon gesehen. Seine Brille ist ihm ja so wichtig. Und wenn sie runterfällt und kaputt geht, offensichtlich ist sie kaputt gegangen, dann ist er ja traurig und muss sich überwältigen, dass die Brille kaputt ist. Genau. Süß. Ich finde, es ist ziemlich gut geworden mit den Farben. Also man erkennt jetzt nicht, dass es eine Stunde gedauert hat, würde ich sagen. Mhm. Ja.
Dann, dein Kunstwerk muss reinlaufen, glaube ich. Meins muss herlaufen, ja. Da bin ich. Ich hatte ja den Prince of Persia, dem im Club eine Laus über die Leber gelaufen ist. Und wer das Spiel Prince of Persia kennt, der gibt es den Dark Prince. Und das ist so der böse Antagonist quasi. Und deswegen habe ich, also der sieht halt im Spiel auch so aus, ist vom Oberkörper komplett schwarz-grau und hat ganz viele von diesen Maserungen im Gesicht, sieht so ein bisschen verwurzelt aus und die habe ich halt auch übernommen so und habe hier eine kleine Laus. Das ist quasi so die Seite, die dieses, mir ist die Laus über die Leber gelaufen, diese böse, abgefuckte Seite einmal. Dann auf der Seite habe ich versucht, den Club mit reinzubringen. So ein bisschen Festival-Look, dass der Prince of Persia seine feminine Seite ein bisschen zeigen wollte. Sehr gut. Viel Glitzer musste natürlich auch mit rein. Genau. Nice, nice. Hm. Bist du froh, dass du getauscht hast, oder? Ja. Sie wusste schon, ich habe da ein Outfit, was passen kann. Ja, das könnte ja passen, als bei den Clancy-Klopfen. Strategisch. Schlau. Also alles richtig gemacht mit dem Joker. Dann, Anne, wo ist die Leinwand? Ich will es jetzt gar nicht zeigen, nachdem wir alle so coole Sachen gemacht haben. Best to last, sagt man ja so schön. Ne? Du hattest ein bisschen Probleme mit der Zeit, ja, ne? Ja, ich bin es wirklich nicht gewohnt. Okay, also es ist unfertig. Das ist Kunst, okay? Ja, das ist inspiriert vom Minimalismus der 60er Jahre. Ich hatte ja IQ hat Kohldampf im Kino und ist ein bisschen schwierig. Also wollte ich so Kinoelemente, also stellt euch vor, das ist blau und Neonlicht, ja, das ist der Look, so ein Kino-Sign. Und dann dachte ich, ja, ich hau die ja alle um mit diesem super schweren Samtvorhang, die man ja in Kinos hat, ne? Ja, es ist aber schwer mit so einer Zeitbegrenzung. Mhm. Und dann hat IQ, die hier leider aussieht wie so eine Hexe, statt einer jungen, coolen Frau, ihr Kopf steckt in einem Kohl drin. Der sollte auch eigentlich dampfen. Und sie denkt an einen Donut im Kino. Aber okay, es kann ja nur noch besser werden in den nächsten Runden, ne? Ja. Habt ihr schon alle ein Konzept, was ihr beim nächsten Mal besser macht? Ja. Auf jeden Fall nicht eine halbe Stunde mit der Skizze und der Komposition verbringen. Ah ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung, die ich euch jetzt mal erkläre. Und zwar gibt es 3 Kategorien, in denen ihr euch gegenseitig untereinander bewertet. Wir haben keine super snobby Jury, sondern ihr macht das alle untereinander. Und zwar haben wir, Kategorie 1 ist die künstlerische Umsetzung. Also eher eine technische Komponente, wie ist es umgesetzt, wie fein sind die Striche, wie ist die Pinselführung, was auch immer. Dafür gibt es insgesamt 3 Punkte. Das zweite ist die Umsetzung der Anweisung, also das, was auf den Karten stand. Wie erkennbar ist auf den Bildern das, was auf den Karten stand? Seht ihr das genauso? Findet ihr, da hätte man mehr draus machen können? Ich erkenne überhaupt nicht, was da stattfindet. Dafür gibt es auch wieder 3 Punkte. Und das letzte ist der Unterhaltungswert. Wenn ich das angucke, finde ich das lustig, unterhält mich das, holt mich das irgendwie künstlerisch ab auf eine Art und Weise. Und dafür gibt es ganze 4 Punkte. So, wer ist gut in Mathe? Keiner. Sehr gut. Deswegen machen wir alle Kunst. Exakt. So, das macht insgesamt 10 Punkte. So, wenn jede von euch bewertet, sagen wir, jede gibt 10 Punkte, ist die Maximalpunktzahl, weil ihr euch nicht selber bewertet, 30 Punkte. Das ist, was man erreichen kann. Und ich würde sagen, ihr schaut euch nochmal alles in Ruhe an und dann sehen wir uns gleich zur Auswertung. Damit ihr seht, was die Künstlerinnen eine Stunde lang gemacht haben, hier der Zeitraffer.
Der Anne würde ich für die künstlerische Umsetzung 2 von 3 Punkten geben, einfach weil das Bild noch nicht fertig war. Ich gebe der Anne in der künstlerischen Umsetzung eine 3, weil ich das genau kenne, mit Ölfarben oder generell Acrylfarben was zu malen, ist super aufwendig und in der kurzen Zeit, dafür fand ich das super geil. Aber ich glaube, sie kann das sehr gut nachholen im Verlauf der Show. Ich gebe der Anne da 2 aus 3 Punkten. Der Anne gebe ich für die Umsetzung des Themas 3 Punkte, weil ich das ziemlich cool fand mit dem Kohlkopf. Ich meine, er war zwar nicht fertig gemalt, aber die Idee an sich war halt richtig cool. Ich würde ihr 3 von 3 Punkten geben für die Umsetzung der Anweisung. Ja. Sie hat gesagt, das wird etwas abstrakt, aber so abstrakt fand ich es gar nicht. Also ich finde, man konnte schon sehen, was sie meinte mit dem Bild. Da würde ich ihr die volle Punktzahl geben. Beim Unterhaltungswert gebe ich der Anne 2 Punkte, weil es halt dann doch noch nicht fertig war und man das noch nicht direkt gesehen hat. Ich würde dir da 3 von 4 Punkten geben. Also ich fand das Bild auf jeden Fall gut. Ich mochte, dass sie diesen Donut integriert hat. Im Vergleich zu den anderen würde ich ihr da 3 von 4 Punkten für den Unterhaltungswert geben. Also insgesamt gebe ich der Anne 8 von 10 Punkten. 8 von 10 Punkten. 8 von 10 Punkten. Der Levi gebe ich für die künstlerische Umsetzung 2 Punkte, weil ich diese Comic-Art richtig cool fand. Ich gebe ihr mal 2 Punkte. Es war schon richtig cool, aber ich finde, da geht noch mehr. Ich fand die künstlerische Umsetzung bei meiner Schwester sehr gut. Ich kenne ja ihre Kunst, ich weiß ja, wie sie arbeitet. Also sie hat das eigentlich auch so gemacht, wie ich es erwartet habe, muss ich jetzt ehrlich sagen. Deshalb würde ich ihr dafür auch 3 von 3 Punkten geben. Bei der Leffi ist die Umsetzung der Anweisungen, ja, auf jeden Fall eine 3. Für die Umsetzung würde ich der Levi 3 Punkte geben, weil das eigentlich alles das Thema total getroffen hat. Sie hat das sehr clever gelöst, einen Comic draus zu machen, also so eine Geschichte daraus zu erzählen. Deshalb würde ich ihr auch da 3 von 3 Punkten geben. Und auch bei dem Unterhaltungswert würde ich bei der Leffi sagen 4 Punkte. Das war, wie sie das in Szene gesetzt hat und inszeniert hat, war einfach so süß. Ich glaube, davon kann man was lernen. Der Unterhaltungswert von der Levi war 4 Punkte, würde ich sagen. Ich fand das super witzig mit der Idee, dass er so geschubst wird auf dem roten Teppich und dann so ganz stolz seine Brille hochnimmt und so tut, als würde es ihn nicht stören. Ich wette, da geht noch mehr. Deshalb würde ich ihr für den Unterhaltungswert 3 von 4 Punkten geben. Insgesamt gebe ich der Levi 9 von 10 Punkten. 9 von 10 Punkten. Insgesamt gebe ich meiner Schwester 9 von 10 Punkten. Ich gebe der Carina 3 Punkte für die künstlerische Umsetzung. Das war wirklich Hammer, was sie da gezaubert hat. Einzige Kritik von mir wäre da, dass die Laus soll ja auf der Leber sein und die Leber ist nicht auf dem Arm. Bei ihr war aber die Laus auf dem Arm. Aber egal, trotzdem, geile Arbeit, 3 Punkte. Der Carina würde ich für die künstlerische Umsetzung 3 von 3 Punkten geben, einfach weil es für die Zeit, die sie hatte, sah das wirklich, wirklich gut aus. Ich finde, Carina hat das künstlerisch sehr gut umgesetzt, dafür, dass sie so limitiert ist mit dem, was sie machen kann. Vor allem, dass sie sich auch die Mühe gemacht hat, diese ganzen Sachen mitzubringen. Das ist auch ganz Körper geworden, das finde ich super. Daher würde ich ihr die volle Punktzahl geben. Bei der Umsetzung der Anweisung gebe ich ihr aber jetzt eine 2, eben weil die Laus auf dem Arm war und nicht auf der Leber. Das war auf jeden Fall gut mit dem Kostüm, das hat so gepasst. Deshalb würde ich ihr für die Umsetzung der Anweisungen 3 von 3 Punkten geben. Ich finde es schön, dass sie irgendwie weitergedacht hat und diese eine Form von der Figur mit eingebracht hat, diese Schattenfigur. Und das hat auch mit der Palette sehr gut hingehauen, finde ich. Also kann ich da auch nicht groß meckern, würde ihr die volle Punktzahl geben. Unterhaltungswert auf jeden Fall 4 Punkte. Das mit dem Club, der Prinz im Club, das war ja einfach geil. Hammer. Also ich fand jetzt Unterhaltungswert bei ihr nicht so hoch wie bei Leffi. Deshalb würde ich ihr für den Unterhaltungswert 3 von 4 Punkten geben. Es war nicht humorvoll, aber extrem schön. Aber ich finde das trotzdem auch unterhaltend. Das muss ja nicht nur lustig sein oder so. Also würde ich ihr da auch, kann ich dann nicht meckern und volle Punktzahl geben. Insgesamt gebe ich der Carina 9 von 10 Punkten. Insgesamt gebe ich der Carina 9 von 10 Punkten. Insgesamt gebe ich der Carina 10 von 10 Punkten. Von der Raid fand ich die künstlerische Umsetzung mega, vor allem in der kurzen Zeit. Deswegen würde ich da 3 Punkte geben. Meine Schwester hat das künstlerisch sehr toll umgesetzt, finde ich, für die Zeit, die sie hatte. Ich finde es auch schön, dass sie es koloriert hat und alles. Also props to that. Also
Genau, da würde ich ihr auch die volle Punktzahl geben. Der Rate würde ich eine 2 geben für die künstlerische Umsetzung. Fand ich schon richtig gut, aber in dem digitalen Bereich, glaube ich, geht halt wirklich noch ein bisschen mehr in diesem Zeitraum. Für die Umsetzung des Themas würde ich der Ray 2 Punkte geben. Ich glaube, ich hätte es noch richtig gefeiert, wenn sie grün im Gesicht gewesen wäre. Ich fand die Umsetzung der Anweisungen bei der Raid richtig, richtig geil, dass sie halt das Wartezimmer des Zahnarztes genommen hat und auch die ganzen Details, die darauf hingewiesen haben, dass es der Zahnarzt ist. Das fand ich richtig cool, deshalb kriegt sie von mir eine 3. Ja, da kann ich auch nicht groß meckern, würde ich auch die volle Punktzahl geben. Für den Unterhaltungswert würde ich der Raid 3 Punkte geben, weil ich es halt auch total witzig fand mit den Spinnenweben und so die kleinen Details waren halt auch super. Es war schon sehr schön in Szene gesetzt, aber ich finde, da geht irgendwie bei ihr auch noch ein bisschen mehr. Deshalb gebe ich ihr eine 3. Sie macht normalerweise immer sehr detaillierte Sachen und es war schön, dass sie etwas mehr Fokus auf die Expression draufgesetzt hat. Ich finde, sie hätte es doch etwas übertreiben können mit der Pose oder so, aber ich finde das weiterhin nicht ganz groß schlimm. Also ich würde ihr 3 von 4 Punkten geben. Insgesamt gebe ich der Raid 8 von 10 Punkten. Die Raid kriegt von mir 8 von 10 Punkten. Insgesamt gebe ich meiner Schwester 9 von 10 Punkten. Alle Punkte sind vergeben und wir fangen jetzt mit der Auswertung an. Dafür werden die beiden zuerst genannt, die in der Mitte sind. Und wir legen los. Und zwar hat Raid bekommen für Hibanas Grün von Night beim Zahnarzt 25 Punkte. Yay! Yeah. Können wir auf Klaus einspielen? Die nächste ist Leffy mit 27 Punkten. Für Sam Fischer fasst sich ein Herz auf dem roten Teppich. Heißt, es entscheidet sich jetzt zwischen Carina und Anne und ihr könnt vielleicht schon grob entscheiden, aber es wurde wirklich sehr nett die Punkte vergeben. Und zwar hat Anne 24 Punkte bekommen. Gut Danke. Verteidigt. Ich habe ich wirklich nicht verdient. Ja, für IQ hat Kohldampf im Kino. Und damit hat Carina die erste Runde hier gewonnen mit ganzen 28 Punkten. Yay! Für The Princess im Club. Ich gönn's Carina voll, dass sie die 28 Punkte bekommen hat. Carina hat das super gemacht. Ich gönne ihr wirklich die 28 Punkte. Das ist auch nur ein Punktunterschied, aber das ist, ich finde trotzdem, sie hat es wirklich verdient. Ich dachte auch, das war Hammer, was sie gemacht hat. Also. Dann schauen wir doch mal, ob jemand mutig genug war, in der ersten Runde einen Punkteverdopplungsjoker zu setzen. Ich würde sagen, die letzten sind die ersten. No. Also ich bin sehr froh, dass ich den Punkteverdopplungsjoker nicht eingesetzt habe, obwohl die Punkte ja sehr großzügig waren. Aber nee, das ist, ich muss mich da noch reinfuchsen. Ich glaube, wenn ich was an meiner Strategie ändere, dann kriege ich auch noch bessere Resultate hin. Wie ist es bei dir? Auch nicht. Natürlich hätte ich den Punkteverdopplungsjoker gern eingesetzt. Aber gut, ich wusste es ja nicht vorher, wie das Painting wird und dass ich so eine gute Punktzahl kriege. Und wollte jetzt auch nicht alles raushauen. Von daher, es ist die erste Folge, da kommt ja noch einiges. Auch nicht. Auch nicht. Alles klar, alle wollten sich erstmal so ein bisschen rantasten. Ja, klar bin ich zufrieden, dass ich gerade führe, aber wer weiß, wie lange noch. Mal gucken, wie das in den weiteren Folgen ist, denn es ist ja jetzt gerade mal die erste. Es kann noch alles passieren. Alles ist offen. Dementsprechend denke ich, dass da jeder noch Chancen hat, ganz weit vorne zu sein und zu gewinnen. Meine Schwester kann das gut und besser. Die kann das noch aufholen, das habe ich keine Bedenken. Heißt damit aber auch, dass Carina heute dem Schritt Master of Cards zu werden ein bisschen näher gekommen ist. Die anderen müssen dann aufholen. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt euren Freunden Bescheid, eurer Oma, eurem Friseur und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Musik